Ein Luxus-SUV im XL-Format, das ist der Hyundai Santa Fe, natürlich auch ein Flaggschiff von Hyundai. Und wir fangen heute mal ein bisschen anders an, und zwar von hinten. Ich möchte euch nämlich mal zeigen, was der für einen geräumigen Kofferraum hat und wie ihr in 0,1 Sekunde diesen Kofferraum auf 1704 Liter Ladevolumen erweitern könnt. Nämlich so. Achtung. Zack, habt ihr es gesehen? Wow. Also Schlafplatz inklusive. Ah, hellisch. Hier lässt sich's leben, absolut. So, ich komme wieder rausgekrabbelt. Wir machen die mal zu. Hilfe. Zack. Auch ganz cool, hier hinten hat er so eine durchgezogene LED-Leiste. Es hat sich ein bisschen was getan im Vergleich zum Vorgänger. Die Heckleuchten haben sich ein bisschen verändert. Insgesamt ist er länger geworden, noch geräumiger geworden. Er ist fast 5 Meter in Länge. Jetzt bin ich hier vorne angekommen. Fenster sind größer geworden für eine bessere Rundumsicht. Und hier vorne, das ist auch ziemlich nice. Schaut mal hier, so ein dreidimensionaler Kühlergrill und T-förmige LED-Leuchten. Sehr, sehr nice. Ich möchte ihn jetzt gerne mal fahren. Ich habe richtig Bock und ich würde sagen, es geht jetzt auf die Autobahn. Direkt. Los. Wir fahren in Santa Fe heute als Plug-in-Hybrid. Wir sind unterwegs mit einem 1,6 Liter TGDI-Motor. Und der wird nochmal unterstützt von einem Elektromotor. Und dazu hat er 265 PS. Das kann sich doch auf alle Fälle sehen lassen. Merkt man auch. Sieht schön an, der hat ordentlich was auf dem Kasten. Wie trinkst du dein Bier? Glas oder Flasche? Kasten. Und mit dem kommt ihr auf alle Fälle gut an euer Ziel. Und nicht zu langsam. Aber komfortabel. Ganz wichtig. Ich habe es ja fast schon erwartet und mir wirklich auch so vorgestellt hier drin. Einfach großräumig, luxuriös, state of the art Interior und natürlich auch außen. Also man reist hier unfassbar komfortabel. Am liebsten würde ich jetzt sagen, wir hüpfen auf die Autobahn und fahren einfach mal Richtung Gardasee direkt in Urlaub. Tada. Es ist einfach bequem, es ist großzügig, die Sitze sind ultra bequem. Da kann man sich einfach vorstellen, dass man hier drin sitzt für Stunden und ja, das kann man super mitmachen. Auch meine Beifahrer, ja jeder, der mit mir on Tour ist und die Leute, die hinten sitzen. Chloe, we're going to Disneyland! Die haben es auch richtig gut. Die können nämlich nochmal ihre Sitzlehnen verstellen. Jeder Sitz ist einzeln verstellbar. Es gibt eine Sitzheizung hinten. Also kann man sich doch nicht beklagen, wenn man da mit mir unterwegs ist im Santa Fe. Und auch vom Look her finde ich ihn richtig geil. Also hier mit dem Schwarz und dann hat er hier so die Lederoptik in einem braun-beige. Gefällt mir sehr, sehr gut. Vorne ist er dann wieder schwarz gehalten. Es ist aber auch gut, weil wenn man da mit zu hellen Materialien arbeitet, dann ist das natürlich manchmal, wenn da die Sonne zu arg drauf scheint, ein bisschen störend beim Fahren, kann blenden. Also von daher, ich finde ihn richtig, richtig top. Er hat eine Krell Soundanlage, also damit ist man auch bestens bedient auf langen Strecken. Ambiente Beleuchtung ist mit an Bord und eben auch Komfort, wie gesagt, er hat hier diese schwebende Mittelkonsole. Da ist auch alles per Touch auf diesem 10,25 Zoll Display easy bedienbar. Ne? Also entweder habe ich hier nochmal meine Funktion per Knopf oder eben, wie gesagt, ganz komfortabel per Touch. Das haben wir natürlich auch hier, ein 12 Zoll Display direkt vor mir, alles digital. Und da kann ich mir natürlich auch nochmal während der Fahrt sämtliche Infos anzeigen lassen. Ganz bequem von meinem Multifunktionslenkrad. Ja. Jupp. Zudem natürlich, es ist ein SUV, also muss er natürlich auch eine Offroad-Funktion hier mit an Bord haben. Und das hat er. Er ist bestens ausgerüstet für Schnee, für Schlamm, für Sand. Da habt ihr ja euren H-Track Allradantrieb, der sich da auf den Untergrund perfekt einstellen kann. Also seid ihr mit dem, wie gesagt, auf gepflasterten Straßen, so wie wenn ihr mal hier
querbeet einfahren möchtet, ganz spontan, ist gar kein Problem. Drück mal ein bisschen auf Gas. Gas, Gas! Yes! Beschleunigen tut er auch super. Bremse wieder ab und sehe wieder schön die ganze Energie zurück in den Akku fließen. Rekuperieren, das macht er automatisch. Ja, toll. Nice. Spurhalteassistent natürlich auch. Alle Fahrsicherheitssysteme an Bord, die ihr euch vorstellen könnt. Er hat ein Surround-Kamerasystem. Das kann ich sogar mal hier live während der Fahrt anmachen. Wir gehen mal auf die Autobahn. Also, kann ich hier vorne einen Durchblick haben. Hinten, ich kann von oben noch mal eine Ansicht bekommen. Wahnsinn. Ja. Dann hat er auch einen toten Winkelassistenten, was man hier auch sieht, wenn ich hier vorne blinke. Das kommt direkt hier vor mir, ein Monitor mit einer super Kamera, die mir hier alles anzeigt, was hier hinter mir geschieht. Ist natürlich auch top. Ne? Gerade wenn man eben, wie er es gerne hat, auf langen Strecken fühlt er sich wohl. Und da kommt das natürlich super an. So eine Hilfe. Ja, top. Mit all dieser innovativen Technik an Bord, dazu ultra bequem und noch richtig, richtig stylisch, ist der Santa Fe, also er eignet sich eigentlich bestens für Familien, ne? Ihr könnt ihn mit in die Stadt nehmen, aber eben auch, wie gesagt, nehmt ihn mit auf die Reise. Dafür ist er da und ihr könnt alle einfach hier drin super bequem unterwegs sein. Ihr kommt easy und entspannt an euer Ziel an und das ist doch der Sinn der Sache. Ein tolles Auto, wenn ihr ihn mal Probe fahren möchtet, dann tut das doch gerne auf www.ivankan.de. Habt eine gute Fahrt, macht einen schönen Urlaub. Mit ihm wird es eine tolle Reise. Ich wünsche euch was. Ich kann mit Ivankan. Tschüssi! Und er hat 230 PS. Elektromotor. Mann, Sophia, come on. 7 Sitze habt ihr hier drin. Also mit, weiß ich nicht, 5 Kindern. Fahrt ihr doch bestens unterwegs. Und wir sind unterwegs mit starken 263. 65!